Person an der Bar steht. Und zwar der Fußballreporter und auch Ostfriese, Rolf Fuhrmann. Guten Abend, Rollo. Moin. Weißt du, was ich doof finde, wenn unser Chrisse mit der Kamera hier rauf geht und dann immer auf meine Platte filmt? Oh, das ja. ist ganz blöd. Aber das finde ich blöd. Das finde ich zum Beispiel blöd. Aber, lieber Peter, da gibt es ja, also dass du das nicht kennst, da gibt es ja was ganz Tolles dagegen. Von Ratio? Streuhaar. Was? Streuhaar? Ansonsten, ja, wie gesagt, schreibe ich das auf, singe darüber oder betrinke mich. Und können wir das vielleicht in der Reihenfolge machen? Würdest du jetzt einen Song für uns singen und danach betrinken wir uns noch? So habe ich mir das vorgestellt heute Abend. So super, dann gehen wir jetzt zur Bühne. Astrid will ja Rockstar werden. Ja, das einzige Problem ist, ich kann nicht singen und ich spiele kein Instrument. Was hast du also für einen Ratschlag an meine Kollegin Astrid? Das sind die besten Voraussetzungen. Ja. Also sie hat Chancen. Natürlich. Und ich hab sie weg. Hast du gesagt, ich hab sie weg? Bist du bescheuert? Einige werden ab morgen das Dschungelcamp gucken. Du warst live dabei. Du hast uns gerade gesagt, es ist kein Fake, man kann es gucken. Ja. Es ist saugefährlich. Es ist sehr saugefährlich, ja. Und du hast es überlebt. Und du wirst auch diese Talkshow überleben, Gunther. Das verspreche ich dir. Und vielleicht... Aber eins finde ich scheiße. Was denn? Dass du keine Frau bist. Du bist so sympathisch. Oh. Du bist auch HSV-Fan. Oh, ja, ich doch. Nee, doch. Dann. Kostja, ich bin St. Pauli-Fan. Oh. Wir müssen darüber reden. Also ich meine, dir geht's jetzt weniger schlecht als mir. Vorletzter Platz, letzter Platz. Wie fühlst du dich? Du, wir haben gerade gewonnen. Europa ist in Sicht. Willkommen. Selbstverständlich. Wir lassen uns heute vom Topmodel Evelyn Hall erklären, wie man gute, professionelle Gesichter macht. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wir wollen ja auch Topmodel ja. werden. Oh nee, schon längst wollte. Hätte ich bloß in dieser Sendung nicht zugesagt. Ah, zu spät. Zu spät. Oh Mann. Alle bereit? Auf an die Krömpel, fertig, los. Er beschreibt sich selbst als Fußballromantiker und hat dennoch freiwillig und für viele komplett überraschend nach 11 Jahren Bundesliga und mit nur 29 Jahren sein Trikot an den Nagel gehängt. Jetzt macht er in Biofoot und Einlegesohlen. Darüber muss gesprochen werden. Herzlich willkommen bei Talk mit Marcel Janssen! Guten Abend, hallo. Langen Atem hast du bewiesen in deiner Ehe. Und darüber müssen wir sprechen. 1998 bis 2010 und er hieß Günther. Und ich war ein ganz großer... Habe ich irgendwas vorhin gesagt von Prinzessin? Geh jetzt hin und frag, mein Gott. Das ist er nicht. Doch, geh hin, jetzt komm. Herr Ferch, würden Sie zum Talk dort kommen? Was will die denn? Das war doch die Ferris. Peter. Oh, du redest doch mit mir. Ja, oh, ich hab's eben auch gedacht. Jetzt steht er hier so neben mir und er fühlt sich so ausgegrenzt. Aber wir haben über deine Drogenexzesse ja schon gesprochen. Ja. Ja. Wir haben überzogen. Wir haben überzogen. Nee, aber ich möchte trotzdem wissen, ob du den Karneval magst. I'll take my chance. My dream has come. Also, das war ja gar nicht mal so schön. Das macht er gleich nochmal. 1, 2, 1, 2. Ab dafür. Take me tonight, anything is possible, time's on my side, and my world is beautiful. Er ist schon weg, Astrid. Haben wir jetzt gewonnen? Ja. Laut und dreckig, Shout It Out heißt das Werk von Clara Bow, was wir jetzt hören. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder beim Talk der offenen Tür, entweder live im Cocoon oder draußen im Netz. Wir sagen Tschüss.